Dann beginnen wir, begrüße euch zur Pressekonferenz vom Toto-Pokal-Viertelfinale morgen beim FC Pippinsried. Anstoß Slalom bedingt 13.42 Uhr. Maurizio Jacobacci darf ich neben mir begrüßen und wir würden direkt mit euren Fragen starten. Für die Gäste, die nicht immer da sind, wir haben Mikros ausliegen, bitte immer kurz ins Mikro sprechen. Wer möchte beginnen? Ja, Herr Jacobacci. Uli, wie gesagt, dann mit dem Mikro bitte. Ja, Herr Kovacci, Löwenfans, die damals dabei waren, schwärmen noch heute von dieser schönen Stimmung rund um die Regionalligameisterschaft. Inwieweit haben Sie sich mit dem Geschehen von damals beschäftigt und auch mit der aktuellen Mannschaft, die dann morgen der Toto-Pokal-Gegner ist? Mein Augenmerk ist die mittelbare Zukunft, das ist das Spiel von morgen und nicht das, was gewesen ist. Aber klar, ich weiß schon, was dort vor sich gegangen ist. Großer Publikumsaufmarsch und so weiter und so fort. Aber wir werden morgen auch vor 2.500 Leuten spielen und versuchen natürlich ihnen Freude zu bereiten, das Spiel zu gewinnen. Ansprechend auch so zu spielen, dass sie auch Freude haben. Und das war auch der Ansatz dieser ganzen Woche. Und dann die Anschlussfrage. Also ich glaube, Joel Schwarz und Niki Lang stehen sicher nicht zur Verfügung. Sind sonst alle an Bord und nehmen sie auch alle mit? Oder? Ja, der Gutau ist auch noch angeschlagen und der Schröder hat gestern das Training abgebrochen, aber nichts Schlimmes, einfach Vorsichtsmaßnahme und er wird auch nicht dabei sein und der Jess Verlat wird auch eine Pause bekommen, sonst sind alle dabei. Weiter bei Oliver. Gibt es denn, Jacobacci, gibt es denn irgendeine Vorgabe auch, Sie haben bestimmt in der Woche viel ausprobiert, jetzt mit diesem neuen Personal, mit diesem veränderten Personal, gibt es auch eine Vorgabe, in diesem Spiel nicht nur weiterzukommen, sondern gibt es irgendeine Richtlinie von Ihnen, was Sie sehen wollen, eine Verbesserung oder beziehungsweise, dass man sich einfach weiterentwickelt? Ja gut, die Mannschaft, die weiß schon, dass der Toto-Pokal für uns eine sehr wichtige Sache ist, wir wollen ihn gewinnen und es gilt natürlich da, die Ernsthaftigkeit, die Seriosität an den Tag zu legen, das Spiel nicht nur zu gewinnen, sondern auch es so zu spielen, wie wir uns das auch vorstellen. Wir wissen natürlich schon, dass der Platz ein wenig kleiner ist als normal. Aber umso wichtiger wird es sein, dass wir die Intensität, Spielwitz, Spielkultur an den Tag legen, den Gegner gleich unter Druck setzen, was auch normal ist. Und wir wollen nicht ein gleiches erleben, was Bayern gegen Saarbrücken erlebt hat. Sieht man beim Joel Schwarz inzwischen klarer, was seine Verletzung angeht? Und vielleicht können Sie sagen, wann Sie ihn mit dem brechen können? Ja, mein Wunsch ist natürlich, ihn so schnell wie möglich wieder zur Verfügung zu haben. Und von daher sind wir sicher weiter. Und der Schwarz arbeitet stark dran, dass er wieder so schnell wie möglich im Mannschaftstraining auch auflaufen kann. Herbert Wolte. Ja. Haben Sie sich über den FC Pippinsried informiert und wissen Sie über die Stärken und Schwächen des Gegners Bescheid? Ja, wir haben sicher auch informiert, das liegt auf der Hand, das ist auch mein Bestreben, zu wissen, gegen wen wir spielen und sind schon ein wenig informiert, aber noch einmal, das Spiel, wir respektieren jeden Gegner, aber wir müssen dieses Spiel absolut gewinnen, weiterkommen und da gibt es keine zwei Meinungen. Denken Sie, das ist jetzt der schwierigste Gegner im bisherigen Pokalwettbewerb?
kann es sein, aber noch einmal, vieles liegt an unserem Auftrag. Welche Rolle spielt der tiefe Platz morgen für Sie, für Ihre Mannschaft? Man muss ja wahrscheinlich mal mit Stollen antreten, also nicht mit Noppen, weil wenn man mit Noppen antritt, dann wird man wahrscheinlich eine Rutschpartie erleben. Haben Sie Ihre Mannschaft auch darauf hingewiesen, dass man morgen schon eine andere Bereifung braucht als sonst? Ich glaube nicht, dass ich als Trainer das den Spielern sagen muss. Ich glaube, jeder ist sich sicher bewusst, dass es viel geregnet hat diese Woche. Und dass der Platz sicher tiefer sein wird als sonst. Aber ich glaube, es wird nicht in dem Sinn ein Nachteil sein für uns oder was auch immer. Kräftemäßig sollten wir stärker sein, technisch sollten wir stärker sein, taktisch sollten wir stärker sein. Also, noch einmal, es gibt keine zwei Meinungen. Alle, die mich kennen, wissen, auf was ich Wert lege und man sollte wirklich jeden Gegner respektieren. Und wenn das diese Voraussetzungen eintreffen, dann werden wir ein dominantes 60 München sehen, das alles in die Waagschale werfen wird, um den Gegner gleich von Beginn weg in die Schranken zu weisen. Matthias? Also dann nochmal zurückzukommen auf das Spiel, das mal war, aber wenn Sie natürlich jetzt das Morgige im Fokus haben, haben Sie mit den Spielern gesprochen oder eben ein paar Geschichten mitbekommen, wie es damals war? Also Marco Hiller oder Philipp Steiner vorne eben auch? Nein, noch einmal. Es geht um uns, es geht nicht um was war, sondern es geht um uns. Wir haben jetzt ein Team, das im Aufbau steht und das sich weiterentwickelt und hier soll etwas Neues wachsen. Und was war, wir wissen alle, was das heißt. Beispiel Urs Fischer. Alles was war, hat keine Bedeutung heute. Jeder Trainer gewinnt gerne Spiele und vielleicht auch den anderen Titel. Also das eine ist, dass man in den DFB-Pokal einziehen könnte, aber so ein kleiner Titel nebenbei, eben, Sie haben ja gesagt, als Anreiz fiebert man natürlich darauf hin, oder? Also würde auch Ihnen persönlich irgendwie gut tun in Ihrer Vita als Löwentrainer, wenn man mal einen Titel hier in Anführungszeichen gewinnt. Ja gut, hier geht es nicht um mich. Hier geht es um eben den Toto-Pokal zu gewinnen, damit man wieder im DFB-Pokal ist. Das ist enorm wichtig für einen solchen Verein wie 60 München. Rainer, kannst du sagen, wann ausgelost wird die nächste Runde? Haben wir noch keine Info vom BFV. Und die Spielrunde ist aber online, steht auch noch nicht fest. Oder wann die ist dann? Wird erst im neuen Jahr sein, wird erst im März sein. Und von dem her nimmt sich der BFV auch dann noch ein bisschen Zeit. Niki Lang war ja die Woche schon wieder da, hat vorbeigeschaut, wird wahrscheinlich Behandlungen gehabt haben. Wie sind Sie mit ihm verblieben? Was gibt es da Neues zu erzählen? Gut, Niki Lang hat heute wieder etwas trainiert, gelaufen. Also ich habe ihn heute gesehen, haben uns Hallo gesagt und es sieht gut aus. Und jetzt mal schauen, abwarten, was das Wochenende gibt und dann werde ich mich mit den Physios kurz schließen und mit dem Spieler und dann sehen wir weiter, was der nächste Schritt ist. Aber es sieht alles eigentlich ziemlich gut aus. Oder? Ja, Matthias, gibst du so mal kurz. Und nochmal ganz kurz zum Ablauf morgen. Also wird hier angeschlitzt, dann rausgefahren oder rausgefahren dort auf dem Nebenplatz. Nein, wir werden von hier aus abfahren und es geht etwa knapp an ein Viertelstunden bis dorthin, die Anfahrt. Und das ist eigentlich kein Anschwitzen programmiert. Die Spieler, die nicht dabei sind, die werden hier trainieren im Kraftraum mit dem Mikro und die anderen werden hier den Weg nach Pippingsried fahren und dann
bereit sein, um dieses Spiel eben so anzugehen, dass am Schluss alle 60er Stolz und Freude haben können mit unserem Auftritt. Ihr Name ist zuletzt aufgeploppt in der Schweiz, FC Schaffhausen, Ihr Ex-Verein, wurde im Zusammenhang konstruiert. Können Sie dazu was sagen? Man hat auch hier gelesen, Informationen, Jakobacci zurück nach Schaffhausen. Können Sie dazu was sagen? Ja, es ist immer schön, wenn mein Name positiv in Erscheinung tritt oder gehandelt wird. Das freut mich natürlich enorm, das ist klar. Aber klar, man muss auch wissen, in Schaffhausen hatte ich eine fantastische, intensive, erfolgreiche Zeit mit zwei Aufstiegen hintereinander. Und darum wurde wahrscheinlich mein Name auch gehandelt, aber ich kann hier nur dazu sagen, dass ich absolut keinen Kontakt hatte mit Verantwortlichen von FC Schaffhausen. Also von daher ja, ist da absolut nichts. Ich meine, ich habe hier eine sehr spannende und interessante Aufgabe, die ich mit Herzblut, mit Leidenschaft tätige und die mir in dieser Form enorm viel Freude bereitet. Und von daher, ja, ich bin glücklich, hier zu sein und hier als Trainer zu wirken. Gibt es weitere Fragen? Oliver? Mache ich gleich weiter. Sie hatten in der Woche auch einen jungen Spieler dabei, wieder Devin Syrer, der ja vorübergehend jetzt bei der U21 dabei war. War jetzt in der Woche oben dabei, heißt es auch, dass er dann im Kader sein wird morgen? Er wird morgen im Kader sein, genau. Wir hatten natürlich auch am Dienstag andere Spieler, zwei U19-Spieler plus der Mansur war auch dabei. Also wir werden da sich etwas wenig so auf die Beine stellen, dass eben Anfangswoche, wenn die Möglichkeit besteht oder bei einem Spielersatztraining auch den paar jungen Spielern etwas gegeben wird, um sich da zu präsentieren, damit wir auch immer wieder ein Auge auf sie werfen können und so versuchen natürlich etwas vorwärts zu bringen, was uns dann in der Zukunft auch hilfreich sein kann. Dann sehe ich keine Fragen mehr. Euch vielen Dank fürs Kommen. Gute, kurze Fahrt morgen nach Pippinsried und dann sehen wir uns morgen Nachmittag. Danke, Coach. Danke.